Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Vorstellung unseres neuen Spielers Michael Tavares. Herzlich willkommen Martin Bader, Dieter Hecking, Ansonik aus der Pressestelle wird behilflich sein, Französisch und Deutsch zu übersetzen. Martin Bader, bitte. Ja, auch ein herzliches Willkommen von unserer Seite. Nur zwei Sätze zu den Formalien, die wir gemacht haben. Wir haben immer gesagt, dass wir noch einen Mittelfeldspieler dazu holen wollen. Wir haben auch immer gesagt, dass wir die Zeit uns nehmen, dann auch für uns einen Verein den richtigen zu verpflichten. Ich denke, dass wir mit Michael Tavares den Spieler jetzt präsentieren können und auch frühzeitig jetzt für das Hannover-Spiel im Training integrieren können, der bis zum Sommer ausgeliehen wurde. Allerdings hat der SC Nürnberg die Möglichkeit, ihn dann mit einer Kaufoption auch erwerben zu können. Und das war für uns auch wichtig und auch letztendlich für ihn, dass eine Perspektive über den 1.7. hinaus auch besteht. Zu den sportlichen Dingen wird Dieter Hecking Ihnen die Auskünfte geben, bis er dann euch oder ihm die Möglichkeit geben, auch seine Beweggründe zu erläutern. Dann. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Wir haben ja, das hat der Martin ja schon richtig gesagt, nach dem Abgang von Pep Kluge immer gesagt, dass ich als Cheftrainer die Notwendigkeit sehe, dass wir noch einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler dazu nehmen sollten. Nicht, weil ich nicht das Vertrauen in die anderen Spieler habe, aber das einfach vom Spielertyp her, wie er auch gerade was Größe, was Spieltaktik angeht, was Passsicherheit angeht, wir einen Spieler dazu nehmen wollen, der eben dadurch ein bisschen von den anderen absetzt. Ja, man sieht, wen wir da alles auf der Position haben. Thomas Breuch, Joe Minari, Juri Jutt. Das sind doch alles mehr oder weniger fast die gleichen Spieler. Juri fällt noch ein bisschen raus, weil er halt sehr zweikampfstark ist. Ja, aber eben von der Größe her, vom Kopfballspieler, von der Zweikampfagilität, denke ich mal, habe ich mir da was anderes vorgestellt. Insbesondere dadurch, dass der Peer als doch sehr starker Zweikämpfer uns nicht mehr zur Verfügung gestanden hat. Und wir eben dann versucht haben, mit Michael Tavares, der eigentlich von Anfang an der Spieler war, den ich da im Auge hatte, obwohl ich ausdrücklich sage, Wunschspieler, ja, wie ich das immer wieder lese, Wunschspieler sind andere Spieler. Ja. Also mit diesem Begriff sollte man sehr vorsichtig sein. Wenn ich einen Wunschspieler auf der 6 habe, dann gibt es da sicherlich in der Welt noch bessere Spieler. Ja. Aber der ist nicht zu bezahlen, muss man auch deutlich sagen. Ja, also nur, dass mal klargestellt wird. Wir haben, glaube ich, mit dem Michael einen sehr guten Spieler dazu gewonnen, den ich schon aus seiner Prager Zeit her kenne. Ja, wo wir auch schon mal Interesse hatten, ihn eventuell nach Hannover zu holen, wo er dann aber nach Hamburg gegangen ist. Ja, und so verfolgt man natürlich die Wege von einzelnen Spielern immer wieder. Und wenn die Möglichkeit sich ergibt, dann erinnert man sich daran, was man mal gesehen hat und wo man ihn auch für geholt hat. Er hat in der letzten Rückrunde unter Martin Jol 15 Spiele gemacht. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass er da auch seinen Mann gestanden hat. Dass es in diesem Jahr aus Sicht von ihm nicht mehr so gut lief, denke ich. Man sieht, dass hier Roberto an der Seite von Jarol eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat bisher und dass es natürlich für ihn dann auch nicht einfach war, sich da durchzusetzen. Das war aber, denke ich, auch dann die Chance für uns letztendlich, ihn zu verpflichten. Ich bin froh, dass er da ist und ich hoffe, dass er uns dann auch schnellstmöglichst auch noch mehr Stabilität gibt, wobei das auch, das muss ich auch ausdrücklich sagen, wir in den ersten beiden Spielen schon an Stabilität gewonnen haben, was gerade das defensive Mittelfeld angeht, egal wer da gespielt hat. Aber letztendlich ist es eben so, dass wir da meinen, nochmal eine Verbesserung herbeiführen zu können durch die Verpflichtung. Das war es von meiner Seite. Danke, Herr Hecking. Ja, vielleicht die Einstiegsfrage an unseren Neuzugang. Was erhofft er sich in Nürnberg? Pourquoi tu as choisi Nürnberg? Quels sont tes buts au club de Nürnberg? Bon, déjà, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et bon, j'ai choisi Nürnberg parce que déjà, premièrement, j'ai eu un bon contact, un bon feeling avec le coach, avec Mr. Bada. Et bon, j'ai beaucoup parlé avec plusieurs joueurs qui ont déjà évolué ici, dont Yarolim, qui m'a conseillé que c'était un bon club, avec des fans vraiment très proches des joueurs. C'était un club historique, parce que j'ai vu que vous avez quand même gagné plusieurs fois le championnat d'Allemagne. Et je suis ici vraiment pour donner mon meilleur, pour aider l'équipe à rester en première division. Je ne suis pas ici juste pour 4 mois, je suis ici vraiment pour donner mon meilleur et espérer peut-être rester ici plus longtemps, 2 ou 3 ans. Okay, erstmal begrüßt er natürlich alle auch hier. Schön, dass ihr da seid. Er sagt, er hat sich für Nürnberg entschieden, weil er einen sehr guten Kontakt mit dem Trainer Dieter Hecking hatte und auch mit
dem Sportdirektor Martin Bader. Er hat dann auch in seiner Mannschaft beim HSV mal gefragt. Da gab es auch Spieler, die schon hier gespielt haben, zum Beispiel David Jarolim. Und der hat ihm zum Beispiel gesagt, dass hier die Fans sehr nah an den Spielern sind und dass das was ganz Besonderes ist. Außerdem sagt er, dass der 1. FC Nürnberg ein traditioneller Verein ist, der schon die Meisterschaft geholt hat, der Pokalsieger gewesen ist. Das weiß er natürlich auch und er sagt, gerade deshalb will er sein Bestes hier für den Verein geben. Und was er auch sagt, er sagt, ich bin nicht nur für 4 Monate hier, sondern mir ist es wichtig, dass ich hier mein Bestes gebe, dass ich da bin. Ich möchte auch länger beim 1. FC Nürnberg bleiben. Hier wird mir eine gute Perspektive geboten. Bitte, eure Fragen. Frank Rinkisch, bitte. Oder an den Dieter Hecking, also an den Michael die Frage. Er hat jetzt beim HSV lange nicht gespielt. Sehen Sie diese fehlende Spielpraxis als Problem oder ist er für Hannover dann schon absolut spieltauglich? Ja, ich denke, dass wir jetzt im Training natürlich die Eindrücke sammeln wollen. Ja, aber Michael ist fit, er hat voll trainiert die letzten Wochen, auch wenn er nicht die Spiele gemacht hat. Und ich kann mir schon gut vorstellen, wenn die Eindrücke so sind, dass er dann auch am Samstag gleich spielt. Ja. Tu n'as pas joué pour le moment à Hamburg. Donc, ça rend ma condition physique. Voilà. Et en plus, comment montrer à l'entraîneur, aux autres, que tu veux jouer à Hanovre ce week-end? Okay. Bon, c'est vrai que je n'ai pas joué beaucoup de matchs cette saison à Hambourg. Mais bon, je pense que le plus important, c'est d'être bien dans la tête. Et une fois que vous êtes en confiance, après le reste, ça va tout seul. Donc physiquement, je me sens bien, il n'y a pas de problème. Donc je vois pas la raison pourquoi je ne serai pas opérationnel dès samedi. En tout cas, je ferai le maximum pour. Ja, er sagt, klar, er hat nicht viele Spiele gemacht in Hamburg. Was aber wichtig ist, ist, dass man im Kopf fit ist, dass man da eben gutes Selbstvertrauen hat. Und das Selbstvertrauen hat er fühlt sich fit und möchte deshalb jetzt auch zeigen, dass es da kein Problem gibt, diese Woche im Training. Und dann sagt er, gibt es eigentlich kein Problem. Oder er glaubt nicht, dass es ein Problem gäbe, dass er nicht spielen würde am kommenden Samstag. Nachdem der Kontakt jetzt schon seit mehreren Wochen geknüpft wurde, hat sich Michael ein bisschen intensiver mit Tanzbildern mit dem Eisenerzählen beschäftigt? Es gibt. Tu as, bon, il y a le contact, quelques semaines. Est-ce que tu as regardé les matchs de Nürnberg à cause de ce contact ou, Oui, c'est vrai que depuis que je les ai eus au téléphone, depuis la Turquie, je me suis plus intéressé. J'ai appelé quelques joueurs comme Maxime Choupo-Moting, qui est déjà ici. Il m'a parlé un peu de l'équipe. Mm-hmm. Je lui ai demandé s'il y avait une bonne ambiance, s'il y avait des bons joueurs. Et j'ai vu qu'ils avaient recruté des joueurs du Bayern aussi, donc c'est qu'ils ont des ambitions. Donc ça m'a intéressé aussi, donc je voulais faire partie de ce challenge. Et après, j'ai regardé les derniers matchs, les 2 derniers matchs de championnat. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de victoire, mais bon, il y a eu une bonne prestation à Schalke. Et dommage qu'il n'y ait pas eu la victoire contre Francfort. Okay, er sagt ja, seitdem der Kontakt da ist, ungefähr seit dem Trainingslager in der Türkei, verfolgt er natürlich den 1. FC Nürnberg mehr und hat dann auch gleich mal angerufen bei Maxim Choupo-Moting, um ihn mal zu fragen, wie die Mannschaft ist, wie hier die Stimmung ist. Und Maxim hat ihm dann eben geantwortet, dass wirklich eine gute Stimmung in der Mannschaft herrscht, dass das eine gute Truppe ist, in der man ganz gut spielen kann. Und er hat dann noch gesehen, dass noch 2 Bayern-Spieler hier dazugekommen sind. Er sagt also, es ist ein Club mit Ambitionen und er sagt, an dieser Herausforderung möchte ich teilhaben. Und natürlich hat er sich die letzten 2 Spiele der Rückrunde angeschaut. Er sagt, ja, sehr schade, ein sehr gutes Spiel auf Schalke, leider keine Punkte und das Unentschieden zuletzt hat er auch gesehen. Michael ist jetzt nicht so ein typischer französischer Name. Woher rührt dieser Name?
Doch, ist ein typisch französischer Name. Je dis que Michael n'est pas un nom typiquement français. Et moi, je dis que oui. Je ne sais pas du tout ça, franchement, je ne peux pas vous répondre. Er sagt, er weiß auch nicht. Bist du jetzt mittrainierend als Ansprechpartner? Ist das jetzt eine Frage an mich oder an Michael? Nein, Michael spricht perfekt Englisch auch, versteht Deutsch sehr gut und wir haben nur jetzt die Pressekonferenz halt in Französisch gehalten. Also das ist kein Problem. Also kein weiterer Spieler. Nein, er hat sich nicht empfohlen. Jeder muss bei seinen Leisten bleiben, das ist nun mal so. Jeder hat seine Aufgaben und die als Dolmetscher macht er hervorragend. Gibt es noch Fragen? Wie steht es denn genau mit seinen deutschen Kompetenzen? Alors, comment est ton allemand, en fait? Un bisschen. Je comprends un petit peu. J'ai pris des cours à Hambourg. Bah, je vais continuer parce que il faut que je commence à communiquer avec mes camarades. Donc, voilà, je vais prendre des cours et ça ira mieux. Also, er hat in Hamburg schon Kurse belegt auf Deutsch, um besser auch mit seinen Mannschaftskameraden sprechen zu können. Und das will er hier auch weitermachen, um da sich dann auf dem Spielfeld auch beim Training besser auf Deutsch unterhalten zu können.